Hallo und willkommen zurück zu Tomb Raider 3. Die Musik ist weg. Warum ist die Musik weg? Geht das vielleicht? Also man hat ja was dann so gehört, aber vielleicht muss ich neu laden. Nein, die Musik ist weg, die hier das letzte Mal war. Oh, die war so schön. Schade. Wo müssen wir denn hier hin? Okay, hier haben wir einen Schalter. Ein Hebel. Genau, hier ist diese Stelle in der letzten Folge, wo ich ganz kurz war und habe gesagt, da gehen wir dann als nächstes hin. So war das. Und ich merke gerade. Moment. Wieso habe ich mit der Leertaste gerade eben die Waffen gezogen? Aha. Wenn ich Alt drücke und dann Leertaste, ziehe ich die Waffen. Aber mit Alt kann ich auch springen. Cool. So, ich möchte erstmal hier ganz kurz hin. So, wo, beziehungsweise wie war das jetzt hier? Genau, da ging es einmal hoch. So. Genau, da war eine Leiter. War hier noch was auf dem Boden? Nein, war nicht. Wäre was auf dem Boden gewesen, wäre das ganz cool gewesen. Dann hätten wir es einsammeln können. Oh mein Gott. Wieso zieht sie denn die Waffe, wenn ich dann... Augenblick mal. So, jetzt sollte es gehen, hoffe ich doch. Ja, jetzt ist schon besser. Ach, diese Einstellung. So. Sind wir hier oben? Kann ich denn hier noch irgendwie was... Ja, da. Ich wollte gerade sagen, ob ich irgendwas hier machen kann. Gucken, wo wir hier hin jetzt kommen. Kann ich noch weiter nach oben? Bringt das überhaupt was? Ich glaube, nee. Nein. Weiter nach oben können wir nicht. Kann sich die Kamera nicht irgendwie... Dankeschön. Einmal drehen, das wollte ich einmal. Und das hat es dann auch schon eigentlich von allein getan. So, wo kommen wir denn hier, wenn wir da jetzt reingehen? Ein Hebel. Aha, ein Hebel. Okay, wofür auch immer der war. Es wird nicht immer angezeigt, wofür irgendwas gewesen ist. Schade eigentlich. Da hinten kann man einmal heilen. So, darüber will ich eigentlich. Gucken wir mal. Vom Wasser aus. Ein paar Schritte nach vorn. Ja, so. So ist das ganz gut und. Oh, okay. Warum nicht? So, aber hier oben ist nichts. So. Könnten wir eigentlich auch von hier oben aus. Ups. Ups. Ist jetzt runtergefallen, war jetzt nicht so toll. Aber okay. Müsste eigentlich machbar sein. Okay, ich dachte, ich falle jetzt runter. Ah ja, genau. Da hinten sind die Piranhas. Hallo Piranhas. Die schwimmen da noch. Vom letzten Mal, von der letzten Folge. So, wir wollen aber jetzt da mal rüber. Und lass mich das doch einsammeln. Dankeschön. So. Ich glaube, dann hat sich hier aber irgendwas geöffnet. Hier unten. Ja, hier ist das Tor auf. Wo komme ich denn jetzt hin? Hallo? Ist hier jemand? Okay, hier. Sind wir jetzt? Und was sind das für Geräusche? Oh mein Gott. Gut, dass ich meine Waffen gezückt habe für. Okay, es ist tot. Hei, ei, ei. Ja, dalei. Nehmen wir jetzt hier so eine neue. Was haben wir denn hier? Munition. Ich glaube MP5. Wenn ich mich recht entsinne. Und was ist hier? Schrotgewehr. Shotgun. Und dann kommen wir hier nochmal ganz kurz schon. Da hatte ich doch noch diese Bomben eingesammelt. Rockets und Harpune. Okay. Rockets and Harpoon. So, und war das jetzt so herum richtig? Es ging nur eine Seite zu klettern. Doch. Da wollte sie sich festhalten. Andersrum hat auch keinen Sinn ergeben, weil da irgendwie die Decke ist. Genau. Sehr gut. Und hier vorne liegt. Äffchen! Äffchen! Es kommt auf uns zu! Okay, das war jetzt ein bisschen spät. Aber es kam auf mich zu.
Das wollte mich. Okay, dann kommen wir hier auch eigentlich wieder runter. Dann haben wir das ja hier so weit abgeschlossen. Ich möchte direkt gleich nach unten durch. Auf Wiedersehen. Ups, das ist falsch herum. Okay. Hier kommen wir ja nur hin, wenn dieser Ort geflutet ist. So, wie kommen wir denn weiter? Wie war das? Ha, das ist eine wunderbare Frage, die ich mir da selber stelle. Ich habe nämlich null Ahnung mehr. Und ich möchte hier nicht irgendwie durch den ganzen Dschungel durch, nur um herauszufinden, dass ich dann doch falsch gelaufen bin und hätte dort sein sollen, wo ich war. Um richtig zu sein. Wir gucken einfach mal. Wir gehen wieder hier raus. Haben ja jetzt das, was wir wollen. Haben Hebel ohne Ende betätigt. Vielleicht hat sich ja hier was geöffnet. Das da hinten nicht. Okay, hat sich hier irgendwas getan unter Wasser? Das ist zu. Das ist auch zu. Gehen wir einfach mal hier nach oben. Das Licht ist auch aus. Weiteren Hebel kann ich mich aber nicht entsinnen, dass ich den irgendwie vergessen habe, oder? Ist hier eine? Hallo, Hebel? Hebel, Hebel, Hebel? Moment. Das kann ich verschieben. Ich glaube, weiter nach hinten verschieben kann ich es nicht, ne? Doch. Okay. Okay, und was befindet sich dahinter? Irgendwo ist hier Feuer. Zumindest flackert es hier durch. Okay. Also auf jeden Fall, der Stein ist ja jetzt wie auf so einer Plattform, welches von Druck betrieben wird und hat die Tür hier geöffnet für mich. Okay, wir können ja auch hier eigentlich den Raum ein bisschen erleuchten. Ist aber okay. Hier ist nichts. Wie Lara immer so die Zähne zusammenbeißt, wenn sie schießen will. Wo ist das denn jetzt? Huruduru. Derp. Wir gucken einfach mal hier. Irgendwo unten hat sich eine Plattform jetzt geöffnet. Hier. Hier hat sie sich geöffnet anscheinend. Lass es richtig sein. Hallo. Ja. Nein. What? Gut. Ist das jetzt nun aufgegangen? Aber wofür? Was will ich damit? Das hier ist zu. Das da ist zu. Moment. Ah, oh, das ist, wenn man schon Ewigkeit nicht mehr gespielt hat. Das Problem der Vergesslichkeit. Das ist betätigt worden. Das ist betätigt worden. Ist da irgendwas? Nö, da ist nichts. Ich glaube, ich war schon richtig, bin aber wieder falsch gegangen, so wie ich mich selber kenne. Vielleicht hier irgendwas nochmal. Was war da? Wir haben diesen Spiegel eingesammelt. Zumindest sah es für mich aus wie ein Spiegel. Was ist das? Indra Key. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Für den Deckel, den Deckel, den Deckel, den Deckel, den Deckel, Deckel. Nee, keine Ahnung. Ein Schlüssel. Aha. Oh. Oh, nein, ich habe keine Ahnung. Muss ich mal schauen. Kann ja nicht allzu schwer sein. Sagte ich, und das Spiel meinte es anders. Ja. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. So. Genau, wo kam er denn hier hin? Ja, aha. Da möchte ich nicht hin. Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und was ist das? Das ist zu. Ah ja, okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich denn jetzt hin? Also ins Wasser auf jeden Fall nicht, weil da kamen wir ja dann zum Anfang zurück, oder? Es würde noch eine Möglichkeit geben von Anfang an aus.
Also gucken wir uns hier mal um. Nee, das sieht hier nicht so danach aus. Wo war das denn? Ich bin auf der richtigen Fährte, aber nicht hundertprozentig richtig. Konnte dann auch hier. So. Aber hier bin ich dann auch nicht allzu richtig. Darunter will ich nicht, weil da bin ich direkt am Anfang wieder des Games. Ich muss jetzt echt mal meine Gehirnzellen anstrengen. Und es tut weh. So. So, so, so. Wir haben diesen Schlüssel. Und wir müssen zum Anfang doch eigentlich zurück. Aber es gab einen anderen Weg, das weiß ich noch. Es gab einen anderen Weg. Zum Ziel des ersten Levels. Den möchte ich auch ganz gerne verwenden. Wenn ich mich nur dran erinnere. Also, wir waren hier, hier, hier. Da, 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 da. Hier und da und da und hier. Aha, aha, aha. Hier hätte sich dann auch nichts geöffnet. Bei den Wegen. Ansonsten gab es ja den Weg hier unten, aber da kamen wir ja auch wieder her. Da mussten wir ja auch von dort weg. Okay. Ja, ich werde da schon einen Weg finden. Und wenn es mich ewig dauern wird. Wir gucken mal. So. Ich will immer hier runter nochmal. Einfach in den Nachbarraum reinschwimmen. Und hier mal schauen. Ich glaube, das ist, glaube ich, die Lösung auf das Problem. Welche Tür ging hier mit zu oder auf? Die da unten. Was konnten wir damit machen? Die eine Tür öffnen, oder? Ich glaube, damit konnte man nur die eine Tür öffnen. Okay, das geht nicht mehr. So, jetzt habe ich das eine geschlossen. Hier. Aber die Falltür ist ja hier auf. Und das ist halb so wild. Das sieht auch anders aus hier. Ist hier was geöffnet? Da nicht. Da auch nicht. Also war das eigentlich total unnütz, was ich hier gemacht habe. Und ich bin hier auf der richtigen Fährte. Wir gucken einfach mal. Es gab einen Weg, den man gehen konnte, den ich jetzt nicht gehe. Aber den ich jetzt doch in Betracht ziehe. Man war da aber irgendwie oben drauf. Ich weiß, also für die, die es nicht kennen, das Spiel hier, das wird euch nicht sagen, dieses oben drauf sein. So. Oh mein Gott, nein, ich bin wieder reingefallen. Das wollte ich jetzt nicht. Das war jetzt nicht so schlau. Was ist hier unten? Das hat sich auch nicht geöffnet, zumindest das hier vorne nicht. Da hinten. Ups. Nee, auch nicht. Gut, dann bin ich also doch hier richtig. Muss ich da ins Wasser? Oh Mann. So. Schwimmen wir jetzt einfach hier lang. Gucken einfach. Ich speichere dann nochmal ganz kurz. So. Legen wir hier einfach mal einen zweiten Speicherstand an. So. Und gucken mal. Ups. Das war jetzt doof. Dankeschön. Moment, ich bin ja jetzt komplett falsch, ne? Total falsch gewesen. Das sieht schon mehr nach gerade eben aus. So, wir gehen jetzt einfach mal runter. Schwimmen mit den Piranhas. Hallo Piranhas. Bitte lasst mich zufrieden. Dankeschön. So. Aber man hat erst diesen Überschwung. Ich denke immer so, ach ja, dann ist man hier hinten doch bei der Tür und lenkt schon eher ein. Unnütz, unnütz, aber es ist halt so. So. Wie kann man da denn jetzt hin anders? Ich versuch's jetzt mal auf die Art. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, bin ich doof. Wenn doch, dann ist gut.
Genau. Irgendwie. So, dann hier hoch. Ihr merkt schon, wo wir sind. Dann da hoch. Da drüben will ich hin. Ich weiß nur nicht ganz, wie man das jetzt mal gemacht hat. Da werden wir abrutschen. Egal. Ich glaube aber nicht, dass wir es von hier aus hinkriegen werden. Ja, ich weiß, ich denke negativ. Genau, ich habe jetzt eine bessere Idee. Wir machen einfach hier nochmal ein Safe. Safe. Dass man die nicht selber benennen kann. Wir laden jetzt nochmal. So, wir laden das. Das war das, wo bevor wir bei den Piranhas waren. Genau. So, ich möchte hier nochmal eine Sache testen. Wir können nicht durch den Sumpf. Auf die Art, das geht nicht. Das ist zu weit. Wir würden. Würde man da ertrinken zu sagen? Hey. So. Jetzt aber. Ertrinken zu sagen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. So, wir sind ja schon oben. War da noch irgendwas? Weil kann ja nicht nur das Spiegel da gewesen sein, dass wir dahin mussten. Zumindest kommt mir das jetzt ziemlich komisch vor. Ist das hier noch irgendwas? Irgendwas übersehen. Drehen wir mal. Nö, nö, nö. So. Da wieder hoch. Dankeschön. Kletter, kletter, kletter. Ja, das wird jetzt ein bisschen langweilig für euch und für mich sehr interessant, um herauszufinden, wo ich bin. Was ich hier machen muss. Oh yeah. Genau. Das ist das, was ich gerade eben gesucht habe. Wenn wir jetzt da hinten so um die Ecke schauen könnte, war es da, wo wir mal am Anfang hochgeklettert sind. Und hier sieht man schon die andere Plattform, wo wir gerade eben drauf geguckt hatten. Ja, dann habe ich das doch eigentlich fertig. Das ist doch wunderbar. So. Tja. Tja. Wir gehen einfach runter. So, jetzt aber stirb. Dankeschön. Ab in Dauerschlafzustand mit dir. So, und jetzt jumpen wir einfach hier nur rüber. Geben hier den Schlüssel ein. Ender Key. Oh mein Gott. Kann ich es denn für möglich halten? Und das erste Level ist soweit fertig. Hello? Hello? What? What do you want from me now? Nothing that taxing. Are you all right? Well, if you'd all stop, I might be just fine. Just 100%. Just go. If you'd all stop, who are you talking about? All you, hundreds of you, talking and chattering and breaking my brain up. Well, I'm not quite sure where you're coming from, but I just want to know about the Infarda artifact in the temple up there. Voodoo magic and all, huh? I don't touch this stuff myself. It's not voodoo. Look. Is there anyone else here with you? Yeah, Randy and Rory. Randy and Rory? Where? What are you all doing here? Well, they're staying put in that temple. I told them not to. I warned them first. Not doing much now, I doubt, under half a ton of mudslide. Me. I'm leaving. Next bus out. This jungle is rooted enough rot into me. I'd offer the same advice to you, but you don't seem like the type to take it. To care if I said you're gonna die in there. Yeah, die. Das war ein Psycho. Okay, wir haben 4 von 6 Secrets gefunden.
17 Gegner haben wir getötet, wir haben 435 Munition verbraten, 293 Treffer gelandet anscheinend. Hits? Ich glaube ja. Wir haben kein Health Pack benutzt und wir sind 3,8 Kilometer gereist in fast 40 Minuten. Das ist schon mal ein ganz guter Anfang, sagen wir mal so. Ich würde mal sagen, zu dem schönen Level hier sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.